Die Modewelt trauert. Das Model Tatjana Patitz ist gestorben. Mit 17 Jahren wird die gebürtige Hamburgerin von einem Starfotografen entdeckt. Von da an geht es für die Blondine steil bergauf. Vor allem in den 80ern und 90ern gilt sie als eines der gefragtesten Models weltweit. Nun machen traurige Neuigkeiten die Runde. Tatjana ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Nach Angaben ihres Agenten verliert die Beauty den Kampf gegen den Brustkrebs. Sie hinterlässt ihren 19-jährigen Sohn Jonah. Im Netz zollt Claudia Schiffer ihrer Modelkollegin Tribut. Ich bin so traurig zu hören, dass Tatjana verstorben ist. Sie war ein echtes Mitglied der Supermodel-Gang und es ist schwer zu begreifen, dass jemand so jung von uns gegangen ist. Sie wird fehlen. Aber auch Cindy Crawford würdigt die Laufsteg-Schönheit mit lieben Worten. Damit ist klar, Tatjana hinterlässt eine große Lücke.